Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ja, wir sind hier am ersten... Oh mein Gott, das sieht gut aus. Wir sind am ersten Tag des Herbstes. Das Bier ist immer noch nicht fertig. Hör endlich auf zu gießen. Das Bier ist immer noch nicht fertig. Oh mein Gott. Wirklich? Warum ist das Bier noch nicht fertig? Das ergibt doch keinen Sinn. Als ob das so lange brauchen würde. Was soll denn das? Ich will endlich Bier. Ich will endlich Bier. So. Jeder drin wächst Unkraut bei den Viechern. Hör zu. Guten Morgen. Oh mein Gott, meine Ente ist ausgewachsen. Meine Ente ist ausgewachsen. Miep. Oh, ach, das ist schön. Der Meteorit ist weg. Hier war ein Meteorit immer. Ah, ne, da ist er, hinter dem Baum. Ich sehe ihn. Ich wollte schon sagen, warum ist mein Meteorit weg? So. Sieht glücklich aus, das ist schön. Du sollst nicht... Nein! Oh Gott! So. Wunderbar. Oh, schau mal, wir haben große Milch bekommen. Oh, sehr schön. Rein damit. Kann mal ein bisschen Käse herstellen. Wichtig. Miep. Ja, wunderbar. Da haben wir schon Enteneier. Hervorragend. Ich will mal... Entenei. Was ist denn der Brüter? Ich kann das hier nirgendwo hinlegen. Was ist denn der Brüter? Ich dachte, ich habe jetzt eine Brutmaschine, hat sie doch gesagt. Aber ich sehe da nirgendwo eine. Da ist doch nirgendwo eine Brutmaschine. Hier ist nirgendwo eine Brutmaschine. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es hieß, dass das mit einer Brutmaschine kommt, aber ich habe keine. Ich muss noch die Hühner füttern. Ich verstehe es nicht. So. Wunderbar, Rix. Dann habe ich mich um meine Viecher schon gekümmert. Das geht ja extrem fix. So, und dann müssen wir gleich mal einkaufen gehen. Und ich muss noch die Tomaten abgeben. Es schaut schön aus im Herbst, muss ich sagen. Schaut gut aus. Blauer Vogel, hallo. Hey. Senfkohl. Ich weiß zwar nicht, was Senfkohl ist, aber ist okay. So. Ah, Senfkohl kann ich einfach so aussehen, okay. Preiselbeeren. Okay. Was ist ein Amaranth? Oh, Weintrauben. Okay, dann will ich... Ich denke mal, Kürbis ist dann relativ gut, oder? Nehmen wir uns einfach mal ein paar Kürbissaaten mit.
Ein paar Auberginen. Senfkohl. Wir nehmen es einfach mal mit. So. Da nehmen wir noch was mit. Wir nehmen einfach alles mit, was ich finden kann. Weizen. Sonnenblumen. Komm schon, Sonnenblumen, oder? Ich will eine Sonnenblume. So. Und jetzt will ich den großen Rucksack. So. Den will ich jetzt auch endlich mal haben. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt so viel mehr Platz. Ich habe jetzt so viel mehr Platz. Das will ich schon haben. Deswegen musste ich gerade ein bisschen aufpassen wegen dem Geld, dass ich dann noch die 10.000 behalte. Wenn ich Saatgut kaufe. Ich hätte mir nämlich noch sehr gerne mehr Saatgut gekauft, aber... Mei. So, ich glaube, hier unten kann ich das abgeben. Nee, das ist der Handwerksraum. Ach, Winter... Oh! Ich habe auf jeden Fall eine Winterwurzel und ich habe eine Kristallfrucht. Das kann ich hier abgeben. Sehr schön. Ich habe Kiefernteer. Das kann ich abschließen. Haselnuss und gewöhnlicher Pilz. Brauche ich da. Gut, das weiß ich ja. Also den Handwerksraum, da könnte ich ein Paket abschließen. Belohnung Gewächshaus, das klingt halt sehr gut. Oh, einfach mal einen Sprinkler bekommen. Sehr geil. Dankeschön. Bedeutet, wenn ich hier alles durch habe, dann kriege ich das Gewächshaus, okay? Oh! Ist das jetzt so eine neue Aufgabe? Du. Hi. Ist das jetzt was Neues, wo ich eben Sachen... Ja, tatsächlich. Ahornsirup, Mohn, Makirolle, okay. Heu, Apfel und Weizen, das ist kein Problem. Hasenpfote. Kriech! Ist es das, was ich haben kann? Hasen und die geben mir Hasenpfoten? Okay. Gefrorene Geode ist immer geil. Enten... Oh, Enten können mir eine Entenfeder geben, oder was? Oh, das ist cool. Ah, schau mal, Sonnenblume, perfekt. Alles klar. Gut, dann jetzt erstmal wieder nach Hause, denn wir haben ordentlich was zu tun. Wir haben auf jeden Fall jetzt ordentlich was zu tun. Alles aussehen. Ich denke mal, den Sprinkler baue ich damit ein. 8 Felder um sich herum. Das würde bedeuten, eigentlich jedes Feld ringsrum. Okay. Okay, so, dann brauche ich... Alter, das ist immer noch nicht fertig, was zum Fick. Wie lang braucht denn bitte das Bier?
So. Gibt's doch nicht, wie lange dauert denn das Bier? Braucht doch 5 Jahre. So. Dich kann ich ablegen, dich kann ich ablegen und dann brauche ich die Hacke. Zeit läuft uns langsam aber sicher davon. Es ist schon 1 und ich habe noch nicht wirklich was geschafft. Blöd, dass man da nur einen Käse mehr herstellen kann. Hey. So, jetzt kann man noch kurz schauen, ob ich von den lieben... Ja, habe ich. Eine Aprikose und eine Lachsbeere. Das ist die ultra knusprige. Hör auf, tot zu sein! So. Dann, jetzt erstmal mit der Hacke hier ran. Und erstmal das ganze Feld hier mal umgraben. So. Und da muss ich schauen, wo ich eben hier den Sprinkler mit einbaue. Nein. So. Ja, wir müssen viel aussehen. Wir müssen viel aussehen. So, dann schauen wir mal. Ich habe genügend, ich habe mehr als genügend Harz. Heißt, ich kann mir ein bisschen Standarddünger herstellen. So, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Sollte jetzt erstmal reichen. Das sollte jetzt erstmal reichen. Eigentlich sogar locker. Jetzt erstmal überall schön düngen. Oh, seht ihr das, wie schnell das geht? Das ist super. Nein, nein, ich verliere mich in meiner eigenen Schnelligkeit. Das war's? Oh mein Gott, ich brauche noch so viel mehr. Ich habe gemeint, dass der Dünger 5-mal reicht, aber ich brauche noch so viel mehr. Kann ich etwa... Wow, ich habe... Wow, ich brauche so viel mehr Dünger. Ich brauche viel Dünger. Aber ich will alles düngen. So. Wunderbar. Es könnte schön aufgehen mit dem Dünger. Ja, hervorragend. So, dann. Den Mais. Einmal so. Senfkohl. Ein paar Auberginen. Dann den Kürbis. Ich habe mir noch gar nicht Gedanken gemacht, wo ich den Sprinkler hinbaue. Ich tue ihn jetzt einfach mal hier hin. Einfach weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Und dann haben wir da noch ein bisschen Preiselbeer.
Und die Sonnenblume. So, und ab jetzt kann ich blind aussehen. Oh, Süßkartoffel habe ich ja noch. So, das geht hier jetzt wenigstens noch so schön auf. Sehr gut. Hat zwar jetzt alles überhaupt keinen Hand und Fuß mehr, aber ist mir jetzt auch egal. Es wird jetzt alles ausgesät. Alles, was ich habe. Und das war alles, was ich habe. Ich habe nichts mehr. Ich habe nicht genügend Saatgut gekauft. Ich habe nicht genügend Saatgut gekauft. Ich habe zu wenig gekauft. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vor allem, wir müssen halt jetzt halt noch gießen, weißt du? Es ist 8. Wir müssen immer noch gießen. Aber da haben wir viel geschafft. So. Wunderbar. Vor allem, ich denke mal, es gibt mir da noch relativ viel Geld. Ich will ja noch mehr aussehen dann. Jetzt, wo ich halt die bessere Gießkanne habe. Ich will dann auch schauen, dass ich ehrlich gesagt so bald wie möglich die Goldgießkanne bekomme. Und dann will ich auch mal schauen, was Sprinkler betrifft. Ob ich mir da ein bisschen was bauen kann. Ich meine, der normale Sprinkler, der hier, der gießt 8 Felder. Der gießt 8 Felder. Was kostet denn der mich zum Bauen? Der ist teuer. Der ist schon teuer. Der ist halt krass, weißt, 24 Felder, aber ja. Also der ist schon teuer. Der Sprinkler. Ich meine, er kostet mich einen Goldbarren. Und so ein Goldbarren, der ist schon wertvoll. So, ich müsste dann vielleicht auch mal nochmal eine Käsemaschine bauen. Damit das da mal ein bisschen fixer geht. Das wäre keine schlechte Idee. So, zack, zack. Und dann kannst du endlich auch weg. Und dann kann ich dich ablegen. So. Da kann ich dich ablegen. Dann nehme ich dich aber mal wieder mit. Und hier nehme ich gleich einen Hopfen mit. Denn ich habe nicht übersehen, dass mein Bier fertig ist. Helles Bier. Man kann auch nicht mehr Hopfen reintun. Schade. Ich glaube, Pam hat das Bier gebraucht. Die kriegt doch mal das Bier von mir. Sehr schön. Ist doch geil, dass wir jetzt Bier haben, oder? Das ist doch geil, dass wir Bier haben. Ja, Pam hat ein helles Bier gebraucht. Ah, schau dir das mal an. Da gießt er jetzt so automatisch, okay. Sehr gut. So, der Sprinkler kümmert sich darum schon mal. Der bringt mir eigentlich gerade gar nichts.
Ich meine, ich muss so oder so gießen und, ja. Kann ich irgendwie das Unkraut auch rausreißen? Nein, kann ich nicht. Das muss ich noch wegmachen. Ich will nicht, dass da bei euch Unkraut ist. So, hervorragend. Wunderbar, da haben wir einen schönen Käse. Zack. Oh, ich habe nur große Milch bekommen. Ja, sehr schön. Und auch wirklich nur richtig gute Milch. Ah, da habe ich noch normale Milch. Okay. Sehr gut. Ich bekomme schöne Milch. Ich bekomme sehr, sehr schöne Milch. So, warte mal. Wo war das denn? Da. 10 Heu und 3 Apfel. Ah, jetzt nimmt er kein Futter mehr mit, oder was? Hä? Oh, da muss ich die Futterstation leer laufen lassen dafür. Oder was? Das ist blöd. Ich will die Futterstation nicht leerlaufen lassen. Oder kann ich direkt hier aus dem Silo was nehmen? Nö. Das ist blöd. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er gießt nicht durchgehend. Ich wollte nämlich sagen, das sieht nämlich nicht so gut aus. Und wenn der dann die ganze Zeit da gießt, dann sieht das nicht gut aus. Aber er gießt nicht die ganze Zeit so. Das ist gut. So. Fuck. Hab ich da wieder einen übersehen? So, Geld reicht, damit ich mir nochmal was Neues kaufen kann. Wenn ich mir nochmal ein bisschen Saatgut kaufen kann. Wir wollen wieder schön viel aussehen. Muss das sein? So, machen wir es mal so. Ich gieß gerade ein bisschen random, habe ich das Gefühl. Ein bisschen sehr random. Aber das ist okay. Gehört dazu. So, wunderbar. Wer ist eigentlich nochmal Pam? War das die, die so komisch aussieht? Das ist die beste Beschreibung überhaupt. Die, die so komisch aussieht. Ja, das ist die, wo so komisch aussieht. So. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Eine Haselnuss. Oh, die kann ich gleich mitnehmen. Wo es mir gerade einfällt, ich will ja noch das eine Bündel abschließen. Zack. Dafür brauche ich das ganze Zeug hier. Will ich ja auch gleich mal so ein Bündel abschließen. Und die Haselnuss kann ich auch gleich irgendwo reinlegen. Und einkaufen muss ich auch noch. Wir brauchen neues Zeug. Hi. Guten Morgen, mein Schatz. Am meisten Tagen versuche ich im Laden auszuhelfen. Das Geschäft läuft ziemlich schlecht, seit der Jojo-Markt aufgemacht hat. Ach, den brennen wir nieder. Feensaat. Ich will mal eine haben. Einfach damit. Weintrauben wollte ich noch machen.
Ich habe ein bisschen viele Weintrauben gekauft. Ich habe ein bisschen viele Weintrauben gekauft, will ich damit sagen. Es sind ein paar mehr geworden, als ich dachte. Hey, hey, halt, halt, halt. Bist du Pam? Du bist Halle. Halle Berry. Nein, so gut siehst du nicht aus. Wo wohnt Pam? Hallo, grüß Gott. Nein. Vielleicht hier drüben? Du bist irgend so ein komischer Möchtegern-Rocker. Wo wohnt denn Pam? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Haus vom Bürgermeister. Die würde wohl nicht beim Bürgermeister sein. Der fickt da schon mit einer anderen. Wohnt die da drin? Da wohnt dieser blöde Wichser. Den kein Mensch leiden kann. Vor allem ich nicht. Wer wohnt jetzt hier da drin nochmal? Oder arbeitet die im... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ist mir jetzt auch egal. So, da ist auf jeden Fall wieder mein Schatzi. Hallo? Ach, ich kann nur einmal am Tag mit dir reden, genau. Danach willst du ja nie wieder mit mir reden. Da war ja was. Halt, ich muss ja noch zum Gemeindehaus. Wo gehst du hin? Wo geht die hin? Geht die auf meinen Bauernhof? Ich meine, wo sollte sie sonst hingehen? Ich weiß nicht, wo sie hin will. Da kann ich die Haselnuss. So. Wunderbar. Dann ist das Bündel auch kaputt. Fertig. Kaputt vor allem. Ein Kohlebrennofen. Naja. Naja. Ist jetzt nicht so wichtig. Ach, schon wieder was noch. Sag mal, wie viel muss ich hier denn noch machen? Beim Tresor? Ja, beim Tresor. Oh mein Gott, wie viel muss ich hier denn noch machen? Das ist viel. Oh mein Gott, ich habe hier echt viel zu tun. Hä? Kaufen? Busreparatur? Was? Was? Warte mal, ich muss hier... Ja gut, es ist ein Tresor, also irgendwo macht Sinn. Ich muss hier Geld ausgeben. Ich muss hier nicht sammeln, ich muss hier kaufen. 2500. 12.500. 17.500. Alter, das sind 42.000, oder? 42.500, kann das sein? Ja. Alter. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Oh mein Gott, so viel Geld habe ich. So viel Geld werde ich ja in 5 Jahren nicht haben. Ja gut, ab und zu kriegt man schon schnell Geld, vor allem wenn man halt viel ausgesät hat. So wie ich es jetzt eben machen werde. Aber wenn der Bus fertig ist, das wäre schon cool. Wo können wir denn dann hinfahren? Ich meine, ist ja nicht so, als ob der hier steht. Hi. Ich wollte dir die Pflaume nicht schenken.
Ich sag's ja immer wieder, ich hasse es so sehr in diesem Spiel, dass er Sachen nicht automatisch ablegt, außer Betrieb. Dass er Sachen, die er aufhebt, nicht automatisch in den Rucksack tut. Ich hasse das so sehr. Naja, man kann nicht alles an einem Spiel mögen. Zack. Und dann mal hier Wein. Ach, ja, stimmt, ihr seid ja solche. Oh, die sind ja so. Und die muss ich so aussehen, das geht gar nicht anders. Weil ich die auch irgendwie ernten muss. Ich muss die Weintrauben ja auch irgendwie ernten. Das heißt, wir brauchen einmal dich. Du kannst abgelegt werden. So, ich glaube, das brauche ich gerade nicht. Wo ist denn mein Dünger da? Dann gehen wir hier mal noch durch. Hier brauche ich die nicht aussehen. Die kommt hier hin. Das heißt, ich muss noch mehr Saatgut kaufen. Ist okay. Ich habe das Gefühl, ich übernehme mich gerade ein bisschen mit Aussehen. Kann das sein? Nein, oder? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie kommt man denn auf so eine Schnapsidee? Nein, 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 nein. Das ist doch eine Schnapsidee, ist das. So. Aber das kann man hier jetzt wenigstens hier angenehm gießen. So. Wunderbar. Das ganz kurz alles. Hey. Komplett aufladen hier. Was ist denn los mit dir? Hier, das ist... Nein, ich will in die andere Richtung gießen. Dahin. Sehr schön. Okay. Dann, den Kohleofen, den brauche ich eigentlich nicht. Ich meine, ich habe ihn jetzt bekommen, aber ich habe keine Musik mehr. So, halt, ich brauche noch... Ich will das mal ablegen. Ich muss mir eine neue Kiste bauen. Halt, ist er sowieso falsch abgelegt. Du musst da noch rein und dann kannst du da rein. Oh, ich habe halt keinen Platz mehr. Was soll denn das? Ich muss mir, glaube ich, eine neue Kiste bauen. Ich kann Saatgut tue ich hier mit dazu. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Saatgut tue ich zu meinen Waffen mit dazu. Ich denke mal, das passt. Habe ich noch irgendwo? Zack. Das zählt ja auch in dem Sinne unter Saatgut. Wenn ich das jetzt alles mal schön übersichtlich habe, tue ich mein ganzes Saatgut zu meinen Waffen. So. Okay. Dann kannst du abgelegt werden und du kannst abgelegt werden und ich brauche da und da. Weil dann räumen wir jetzt nämlich, ich bräuchte noch eine Sichel. Kann ich aber genauso gut mit dem Schwert machen. Nimm mal den Kristalldolch. Hör auf, tot zu sein! Da ist ein Busch. Weg damit. So, zack und zack und zack. Sehr schön. Dann wollen wir mal ein bisschen Holzfäller spielen. Ja, schau mal, da ist wieder was fertig.
Sehr schön. Sehr schön. Will ich gleich mal mitnehmen. Dankeschön. Ich hätte nicht das, nicht den mitnehmen sollen, sondern lieber mein normales Schwert. Ich glaube, das wäre besser gewesen. So. Erstmal hier komplett aufräumen. Da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Bis wir da mal, alles irgendwie auf Vordermann gebracht haben. Aber ich muss halt jetzt auch mal Platz machen, wenn ich hier noch mehr hinbauen will. Wenn ich hier noch mehr hinbauen will, dann brauche ich Platz. So. Das sollte für heute wieder reichen. Hallo Mizi. Ich mag meine Mizi. Auch wenn sie dauernd toter Mann spielt. Finde ich nicht nett von ihr. Das finde ich nicht nett. So, hier ist nochmal was. Warte, zack. Ich kann kein Holz mehr ablegen. Was zum Fick? Edelwickel mitnehmen. Gott, bei mir spinnt schon wieder die Musik. Das ist ja wenigstens jetzt ein bisschen Geld, was wir bekommen haben. Hallo Spike. Muss mal meine Musik kurz machen. Kleinen Moment. So. Hallo Spike. Ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen geben. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Das ist das, was ich ausgesät habe. Amaranth habe ich, glaube ich, ausgesät. Schau mal, das ist doch super, wenn es regnet, oder? Ich muss mich hier um nichts kümmern. Das ist super. Das ist super. Da muss ich mich heute um nichts kümmern. Ist die grantig? Sieht heute wirklich glücklich aus, okay, nee. Die sieht so grantig aus, schau dir mal an. Die sieht so aus, als ob sie... Oh, ich bring dich um! So sieht die aus. Kann ich da jetzt nochmal? Aha. So. Nehmen wir mal was mit. Weil ich brauchte es ja dann gleich für den... Fürs Gemeindehaus. Alter, warum schaut die so grantig aus? Aber hier sieht heute wirklich glücklich aus. Für mich sieht die nicht wirklich glücklich aus. Die schaut mich so nach. Ich bring dich um. Dich und deine ganze Familie. Was? Die sind auch grantig. Was habe ich euch getan? Habe ich gestern vergessen, die Hühner zu füttern? Oh, ich glaube, ich habe sie ja absichtlich... Oh, ich hatte sie ja nicht gefüttert. Ach, stimmt, da war ja was. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe nicht ganz kaputt... Warum ist es... Warum ist das Tor jetzt kaputt? Bin ich so ein Panzer, dass ich das Tor kaputt gemacht habe? Ich glaube, ich steuere hier keinen Menschen mehr. Es ist kein Mensch mehr. Also klar, natürlich ist das kein Mensch. Also klar, es ist ein Saiyajin. Ich meine, schau dir nur die Haare an. Das sagt doch alles, oder? Ich meine, ja, aber was soll es denn sonst sein? Kommt schon. Was soll es denn sonst sein? Natürlich ist das ein Saiyajin. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal schön viel
Zeug wieder zum Verkaufen. Jetzt habe ich alles verkauft, ist jetzt auch egal. Braucht es dann noch was? Das ist alles ausgesät. Ja, das ist alles ausgesät. Oh. Große Milch, großes Ei, großes Ei. Große Ziegenmilch, Wolle und Entenei. Oh, ich hätte hier schon relativ viel abgeben können. Okay, gut, muss ich mal besser aufpassen. Ich sollte mich insgesamt mal mehr um das Zeug hier kümmern, ohne Scheiß jetzt. Da, Melonen, gute Qualität, hatte ich 5 Millionen. Da, ich muss mich da mal mehr drum kümmern. Da, Käse und so. Alter, ich muss mich da wesentlich mehr drum kümmern. Habe ich so das Gefühl, ich kümmere mich halt wirklich gar nicht darum. Einen gewöhnlichen Pilz brauche ich noch. Da kann ich jetzt mit einem Winterwurzel und Kristallfrucht. Halt, ist er hier, ist er hier. Kristallfrucht. Winterwurzel. Davon habe ich nichts. Glaube ich. Doch allerdings nicht in der Qualität, wie ich es brauche. Den habe ich nicht. Apfel, Aprikose, Orange. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Zack, zack, zack. Wir nehmen jetzt einfach mal mit. Was haltet ihr denn davon? Was haltet ihr denn davon? Was haltet ihr davon? Wir nehmen jetzt einfach mal mit. So, dann nehmen wir dich noch mit und dich. Wir nehmen jetzt einfach mal mit. So. Maximale mitgenommen. Den Käse kann ich gleich mitnehmen. Abigail habe ich jetzt aus Versehen schon zweimal geschenkt, oder? Nee, einmal nur. Okay. Das heißt, wenn ich sie finde, kann ich hier den die Edelwicke geben. Können wir gleich mal schauen, ob sie vielleicht zufälligerweise im Laden ist. Was willst du Mitternachtskarpfen? Ich weiß nicht, was das ist. Mittwoch ist Ruhetag. Okay. Dann werde ich heute Abigail wahrscheinlich eh nicht treffen. So, wir versuchen jetzt einfach mal abzuschließen und abzugeben, was irgendwie geht. Und fangen systematisch an. So. Blumenkohl, davon habe ich keinen. Hiervon habe ich auch nichts. Da habe ich Käse. Aber das ist doch, hier ist doch viel mehr drauf, als ich hier unten überhaupt reinkrieg. Sonst habe ich davon nichts mehr. Nee, sonst habe ich hiervon anscheinend gerade nichts. Nein. Hier brauche ich... Ja gut, das ist kein Problem. Das muss ich dann morgen machen. Und das ist auch kein Problem. Das habe ich nämlich alles schon ausgesät. Da kümmere ich mich gerade drum. So. Einmal zack. Und zack. Sehr schön.
Mehr habe ich hier noch nicht. Da fehlt mir immer noch der Pilz. Den habe ich noch nicht. Hier haben wir einmal das. Zack. Wunderbar. Kiefernteer habe ich auch. Sehr geil. Okay, eins fehlt mir noch davon. Und das darf ich dann aussuchen, welches ich davon nehme. Oder was? Sehe ich das jetzt so richtig? Na gut, irgendwann kriege ich ein Eichenharz auf jeden Fall. So, wir müssen uns da jetzt mal ein bisschen intensiver darum kümmern. Das kann ja nicht angehen. Gott, Katzenver... Okay, davon habe ich gar nichts. Ja, weil ich habe ewig nicht mehr geangelt. Ich habe ewig nicht mehr geangelt. Davon habe ich was. Zack. Und sonst nichts. Ich sollte mal vielleicht wieder... Vielleicht sollte ich mal wieder anfangen zum Angeln. Weil dann kann ich das auch irgendwann mal abschließen. Was habe ich eigentlich davon, wenn ich das abschließe? Was habe ich davon? Bringt mir das was? Ich weiß es ja nicht. Einmal dichter hin. Den Rest habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Hier habe ich so eine gefrorene Geode. Die habe ich. Okay. Den Pilz hier habe ich. Entenfeder, Aquamarin habe ich gerade nicht. Okay. Da haben wir aber heute schon viel abgegeben dann. Gut, das ist ja das, da muss ich Geld investieren. Das könnte ich nebenbei machen, wenn ich mal Geld habe. Achso, da braucht... Ah, okay, das ist nicht schwer. Das ist gar nicht schwer. Einmal Kupfer, einmal Eisen, einmal Gold. Das ist überhaupt nicht schwer. Schleim, Fledermausflügel. Schau mal, da brauche ich eine Solaressenz. Oh, das kann ich schon abschließen, das hier. Das kann ich schon abschließen. Gefrorene Träne. Feuerquarz. Gut, Feuerquarz habe ich nicht. Das kann ich ja zum größten Teil kann ich hier schon komplett abschließen. Sehr schön. Das ist so. Das da drüben ist leicht. Das kriege ich hin. So, ach, ich kann ja heute gar nicht einkaufen gehen. Aber ich kann meine... Ist bei euch schon Halloween oder was? Aber ich kann meine Geode aufbrechen lassen. Und da kann man dann sagen, yo, da waren 5 Millionen Euro drin. Echtes Geld. Hier kannst du haben. Ja, so läuft es. So läuft es. So, guten Tag. Geode aufbrechen, mach mal. Oh, was ist denn das? Ein Geminid. Oh, was ist denn das? Altertümliche Trommel. Und Eisenerz, schon. Also ich würde mal sagen, das war sehr gut. Das habe ich noch nicht. So, ich will wieder was spenden, bitte. Einmal habe ich hier so eine Trommel, so eine Bongo-Trommel. Die will ich dahin tun. Und dann das dahin. Zwei neue Belohnungen. Oh, schön. Trommelblock. Gib das Geräusch einer Trommel ab, wenn du vorbeigehst. Nacht auf dem Eco-Hügeln. Okay. Danke. Ich würde gerne noch Pam irgendwo finden, weil ich würde dir gerne das Bier geben. Aber vielleicht finde ich Pam ja... Ah, warte mal. Vielleicht finde ich die ja in der Kneipe. Aber bevor wir sie was trinken. Kleinen Moment. Ein schönes Schlückchen Kaffee.
Vielleicht finde ich Pam ja in der Kneipe. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Ich meine, die sieht doch aus wie so ein Südstaaten-Alkoholiker. Hey, das ist ein Friedhof. Da will ich nicht hin. Noch nicht. Schauen wir mal. Nee, sie ist nicht da. Vielleicht kommt die auch erst später hierher. Kann ja sein. Das kann ja sein. So, ich könnte auf jeden Fall mal schauen, dass ich da, im Gemeindehaus wieder ein bisschen was abschließe. Gut, dass ich das alles immer so ein bisschen aufgehoben habe. Trommel soll dahin. Oh, ups. Ich hoffe, ihr fühlt den Beat. Ich erinnere mich, die Trommel hatten wir mal. Wo Kai und ich zusammen gespielt haben. Ich erinnere mich, ich habe die Trommel geliebt. So. Dann kannst du weg und du kannst weg. Und dann kann erstmal hier alles rein, was irgendwie... was hiermit zu tun hat. Okay. Halt, du bist ein Saatgut. Saatgut kommt dann darüber. Und du gehörst aber eigentlich hierhin. So. Dann, ich muss mal ein bisschen was herstellen. Ich habe keinen Kupferbarren. Das ist okay. Eisen und Gold habe ich ja auch genug mittlerweile. Dann machen wir mal Gold. So. So, dala. Das reicht jetzt auch schon wieder. Das ist jetzt alles erstmal am Arbeiten. Oh, ich habe hier eine Geode zum Aufbrechen, sehe ich noch. Das ist jetzt alles am Arbeiten. Das ist sehr gut. Schauen wir mal, ob wir dieses, das Bild irgendwie platzieren können. Ist doch ein Bild, oder? Ein großes Bild. Ein schönes Bild. So. Wo ist, einmal du und du und du. So, ich glaube, ich hatte dich heute noch nicht geknuddelt. Es tut mir leid, Mizi. Es tut mir wirklich leid. Ich habe dich heute noch gar nicht geknuddelt. Das geht doch so nicht. So kann das doch nicht weitergehen. So, jetzt machen wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz. So. Wir haben noch Energie, so ist es ja nicht. Wir haben sogar sehr viel Energie. Und ich denke mal, diesen einen Goldbarren, den nehme ich dann auch gleich her, um im Gemeindehaus das abzuschließen. Weißt du, als ob der halt immer noch nicht ausreicht. Weißt du, ich habe hier voll die Überspitzhacke. Und es reicht halt immer noch nicht aus. Ich habe voll die Überspitzhacke. Aber es reicht immer noch nicht. Aber kein Problem. Die hole ich mir noch. Die Spitzhacke, die ausreicht, um das zu vernichten. Und dann werde ich es atomisieren. Ich lasse nichts davon übrig. Nichts. Ich werde es regelrecht vernichten.
So. Wunderbar. Okay. Wo ist meine... Das... Sehr schön, dann kann man erstmal hier ein bisschen... So. Die Bäume hier muss ich natürlich... dran lassen. Alter, hier oben ist aber auch noch ein richtiger Urwald. Hier oben ist aber auch noch ein richtiger Urwald. Ups. Hier oben ist er fürchterlich. Hier habe ich noch viel zu tun. Ich habe insgesamt... Man muss mal eins bedenken. Wisst ihr, was ich gut finde? Ist da nochmal eine Höhle? Spike, warte auf meine Rückkehr zu Beginn des dritten Jahres. Großvater. Was? Ich dachte, unser Großvater ist tot. War er nicht tot? War er nicht tot? Warum soll er da wiederkommen? Kommt als Geist wieder. So wie in Harvest Moon damals. Auf dem Gameboy. Da ist der Geist deines Großvaters jedes Jahr erschienen und hat bewertet, wie gut du denn gearbeitet hast. So, das war leider ein bisschen buggy dann, das Spiel. Damals das Harvest Moon auf dem Gameboy. Da gab es Wichtel und man konnte denen seine Waffen geben. Damit die Wichtel die Waffen verbessern. So. Das hat 24 Stunden gebraucht, bis die fertig waren. Problematik. 24 Stunden Spielzeit. Also der musste halt... Der Gameboy musste also 24 Stunden laufen. So. Jetzt gab's aber auch noch das Problem. Ah, den schaffe ich glaube ich nicht mehr. Jetzt gab's aber auch noch das Problem, dass irgendwann die interne Batterie von der Cartridge erschöpft war. Nach 2 Minuten, weil da war irgendein Müll eingebaut. Und somit hast du denen die... Axt oder deine Sichel oder so gegeben, je nachdem, was du den halt gegeben hast, und dass dein Werkzeug niemals wiederbekommt. Nie wieder. So, jetzt können wir erstmal hier ein bisschen was ablegen. Einmal so. So, 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 so. Habe ich da jetzt Geoden gefunden? Oh, cool. Da habe ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt drauf aufgepasst, was ich da jetzt alles gefunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr gut. Das könnte ich eigentlich noch ganz kurz. Kann ich das noch abgeben? Dann ist das nämlich auch mal erledigt. Und dann haben wir da auch schon wieder viel geschafft. Wir haben heute viel im Gemeindehaus gemacht. Also ich denke mal, da haben wir heute wirklich einiges geschafft. Da können wir, glaube ich, nicht meckern. Wir haben uns aber auch schon lange nicht mehr darum gekümmert, gebe ich zu. Ach, das habe ich vergessen. So, Bündel komplett. Und ich kriege... einen weiteren Schmelzofen. Das habe ich vergessen, also Schleim und Fledermausflügel oder so eine Solaressenz, ist okay. Das ist okay. Wollen wir das noch ganz kurz machen? Ich meine, es ist nicht weit und... ich vergesse es sonst wieder. Aber es ist halt schon echt spät. Es ist schon wirklich spät.
Nee, das machen wir heute nicht mehr. Aber ich kann ja schon mal den Schleim und die Fledermausflügel mitnehmen, um wenigstens zu versuchen, mich dran zu erinnern. Zack. So, jetzt haben wir einfach mal einen neuen Ofen. Also noch einen weiteren. Zack und zack. Oh, Miezi schläft schon. Gute Nacht, Miezi. So, heute muss ich auch unbedingt darauf achten, dass ich die Eier und so mitnehme. So. Hier schaut's doch schon mal gut aus. Ich wollte schon sagen, warum kommt jetzt keine Musik, aber ganz, ganz leise im Hintergrund. Jetzt geht's hier los. So. Wunderbar. Jetzt erstmal hier alles wieder gießen. Irgendwann muss ich mir dann auch mal Gedanken machen. Zwecks. Es war jetzt nicht so ideal gegossen. Zwecks Sprinkler. Aber ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ich hätte jetzt so gerne wirklich Sprinkler, muss ich sagen, aber sie sind halt teuer. Und damit sie mir was bringen, brauche ich halt wirklich viele. Ich brauche halt wirklich viele Sprinkler, damit sich das rentiert. Aber die Möglichkeit habe ich gerade einfach noch nicht. Aber vielleicht später. Ich weiß ja nicht, wie lange ich Stardew Valley überhaupt spielen wird. Ich habe ja keine Ahnung. Sieht aber für mich, ehrlich gesagt, derzeit danach aus, als ob es ein etwas längeres Projekt werden könnte. Was einfach daran liegt, es gibt so viel verschiedene Dinge zu tun. Und es gibt so viel zu tun, so viel zu entdecken. Und ich will da ehrlich gesagt relativ viel davon machen. Und dementsprechend denke ich mal, dass das Projekt doch schon ein bisschen länger... Hör auf tot zu sein! Ein bisschen länger gehen wird. Könnte ich mir also dementsprechend sehr gut vorstellen. Da ist nichts drin. So, ja, wunderbar. Heute seid ihr alle wieder glücklich. Das ist eine schöne Musik, die hier gerade spielt. So. Nehmen wir alles mit. Nein, nicht essen. So, wo ist denn mein... Ich habe das doch hier gehabt. Genau. Sehr schön. Dann kann ich gleich mal rüber. 3 Rationen Futter habe ich noch. Und genau 3 muss ich noch hinlegen. Ideal. Ideal. So, wo ist denn mein... Da? Wunderbar. Hä? Gib mir deine Milch. Perfekt. So, dann haben wir das. Dann können wir davon noch ein bisschen was abgeben. Und dann können wir da schon wieder viel im Gemeindehaus abgeben. Ich muss währenddessen versuchen, irgendwie in meinen Kaffee zu kommen. Das war gerade sehr, 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 sehr umständliches Kaffeetrinken, muss ich mal dazu sagen.
irgendwie an die Tasse zu kommen, die dann auch noch irgendwie übers Mikrofon drüber zu heben, nicht zu verschütten. Es war umständlich. Es war umständlich, will ich damit sagen. Ich glaube, das war ein Bündel da drüben, wenn ich mich nicht irre. Na, geh halt rein. Hallo? Oh, ich hab nur 99. Ich sehe es gerade eben erst. Ach, fuck. Oh, ich muss den Solar-Essenz holen. Oh, ich Idiot. Das ist jetzt nicht gut. Wo musste man denn Milch und Eier? Speiseklammer kriegt dafür schon mal. Ja, da haben wir's doch. Okay. Großes Ei, da brauche ich beide. Ich brauche ein Entenei. Ich brauche eine M-Milch. Okay, und dann brauche ich noch Wolle oder große Ziegenmilch. Und ich habe gerade beides nicht. Gut. So, für drüben brauche ich nochmal eine Solaressenz. Oder wie das Teil heißt. Dann haben wir da nämlich schon wieder was abgeschlossen. Und das wäre doch sehr, sehr gut. Für den Rückweg könnte ich mir aber gleich mal wieder was holen. Denn wir haben noch zu wenig Liebe verschenkt. Hi. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Katastrophe oder so. Bedeutet das irgendwas? Ich habe letzte Nacht geträumt, dass meine rechte Hand irgendetwas Katastrophales an mir getan hat und etwas Gigantisches entstanden ist. Hi. Kann ich was einkaufen, bitte? Weizen. Zack. Und was will ich noch? Will ich mal einen Baum oder so, würde ich auch. Was hat der 30? Als ob der 30.000 kosten würde. Komm schon. Komm schon. Will ich noch mal ein paar Kürbisse holen? Die bringen halt Geld, ne? Denke mal, Kürbisse sind dann auch das, was das Geld bringt. Oh, jetzt ist der Scheiße wieder. So, wunderbar. Können wir das machen und dann haben wir viel ausgesät, was uns viel Geld einbringen wird. Also ich denke mal, dann haben wir vorgesorgt. Dann haben wir auf jeden Fall vorgesorgt. Da kannst du abgelegt werden, du kannst abgelegt werden. Dich brauche ich, aber davon kann ich auch einfach nur... Dich kann ich mitnehmen und ich brauche von dir eins. So, du gehst da drüben wieder rein. Dann, du kannst verkauft werden. Verkaufen, 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 verkaufen. Und dann brauche ich einmal meine Hacke. Und ich nehme noch den Dünger mit. So. Da brauche ich definitiv noch mehr Dünger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, also 10. Ist doch einfach mal egal. Ich nehme einfach mal alles mit. Komm schon. So, wir machen jetzt erstmal nur die 10 Dünger und dann schon mal weiter. So. Wunderbar. Und dann haben wir hier die Weizensaat. Okay, dann Kürbissaat. Zack.
Und 9 Stück habe ich jetzt noch. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, meine Güte, wegen dem einen. Der eine, da schau. 9, also zack. Und wo ist denn ein... Da. So. Dann alles wieder düngen. Und ich denke mal, dann haben wir auf jeden Fall sehr viel ausgesät. Klar, das hat mich jetzt alles sehr viel Geld zum Investieren gekostet. Aber der Gewinn ist dafür umso höher. Es dauert halt jetzt alles ein bisschen, bis da mal eine Kohle kommt. Das dauert jetzt gut, bis da mal eine Kohle kommt. So, dann will ich aber auch die Kürbissaat mal aussehen. Wie wär's denn damit? Es bringt mir nichts, wenn ich das alles jetzt einfach nur so hinmache, aber dann nichts aussehe. So. Hervorragend. Das ist doch super. Schau dir das mal an. Das ist doch super. Das ist super, was wir da alles gemacht haben. So. Es wäre jetzt schön... Kann ich noch irgendwie... Warte mal. Einmal den Quarz und zack, denn ich könnte den verfeinerten Quarz wieder brauchen. Zack. Alter, ich habe so viel Kohle, das ist super. Das ist so super. Wisst ihr das? Das freut mich halt wirklich sehr. Wir haben die ganze Zeit solche Kohleprobleme gehabt. Und jetzt... Ich meine... Schaut mich an. Es ist super. Es ist einfach super. Ist das. Es ist super. Okay. Geonen aufbrechen brauche ich jetzt nicht mehr. Aber wir können mal... kurz hier die Solaressenz abgeben. Und dann mal schauen, ob wir... Du bist Heli, oder? Ja. Du bist halt genauso hässlich wie die andere. Ich kann euch doch nicht unterscheiden. Für mich seid ihr beide irgendwelche Billig-Barbie-Puppen. Du bist... Maru. So, da brauche ich glaube ich noch so ein Feuerkristall oder irgendwie sowas. Das habe ich noch nicht. Und zack. Sehr schön. Was kriegen wir? Was ist denn das? Kleiner Magnetring erhöht den Radius von... Ja, toll, ich habe schon zwei normale Magnetringe, also... Ich meine... Ja. Es ist super. Es ist super. Es ist super. So, wir sollten nochmal wieder in die Mine gehen. Abigail, wie viel habe ich denn dir schon geschenkt? Das Maximum... Das Maximum habe ich dir schon geschenkt. Oh, du hast diesen Monat Geburtstag, sehe ich gerade. 13. Herbst. Hat sie Geburtstag. Das muss ich mir versuchen zu merken. Schau mal, das ist doch Pam. Yes. Hier, ich habe was für dich. Her damit. So muss es sein. Ziemlich gut und hopfig. Nau von Zitrone, aber einem robusten Hauptteil, der ist festig. Danke, mein Kind. Bedeutet mir viel. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Aha. Aha. So. So, da brauche ich den Amaranth, der ist ausgesät. Da muss ich den Grund der Mine erreichen. Bin ich dabei? Die Schotze... Ich muss mich mit der anderen noch anfreunden. Stimmt ja. Kann ich mich mit der anfreunden, indem ich der einfach Eier schenke? Was? So ein Ei immer von meinen Hühnern? Kann ich mich damit anfreunden, damit der... Das wäre doch was. Das wäre doch mal was.
Vielleicht kann ich mich ja so richtig gut mit dir anfreunden. Das wäre doch super. So, habe ich den Quarz nicht für irgendwas gebraucht? Ja, genau hier für den Qualitätssprinkler. Aber da brauche ich jetzt wieder Goldbarren halt. Mayonnaise-Maschine, da brauche ich einen Erdkristall, den ich nicht habe. Käsepresse. Könnte ich machen. Aber das kostet mich halt Hartholz. Aber ich will sie trotzdem irgendwie haben. Ich habe keinen Kupferbahn, also hat sich das erledigt. Mir ist wirklich das Kupfer ausgegangen. Mir ist halt wirklich das Kupfer ausgegangen. Ich kann mal währenddessen Eisenbahn herstellen. So. Okay. Ich habe so viel Holz. Das ist so toll. Gut, dann ist das jetzt alles erstmal. Dann könnte ich... brauche ich aber nicht. Wobei, es könnte ich halt trotzdem machen, weil... Was spricht denn dagegen? Alter, ich sollte vielleicht mal diese Kisten auch ölen oder sowas, weißt. Das ist so fürchterlich. Zack. Dann tun wir einmal einen Kohlebrennofen hier hin und einen hier hin. Dann machen wir mal ein bisschen Kohle. Ich meine, ich habe das Holz. So. Okay. Kann ich das Bier verkaufen? Wie viel, wenn ja, wie viel bringt das Bier? Würde mich jetzt mal interessieren, wie viel mich ein Bier, wie viel mir ein Bier im VK einbringt. Das weiß ich jetzt nicht, aber das sehe ich ja dann. Und zweimal Kohle einfach mal fix hergestellt. Zack. Sehr schön. Ui, ein Bier bringt 300. Ui, das ist viel. Das ist super. Ein Bier bringt mehr, als ich dachte. Ein Bier bringt wesentlich mehr, als ich dachte. Das ist super. Dann ist es, dann ist es wenigstens die Arbeit wert. So, fertig ist hier noch nichts, oder? Alter, der Senfkohl ist fertig. Alter. Meine Freunde, ich habe das Gefühl, wir machen heute Geld. Hier nochmal ein bisschen Senfkohl hier. Sehr gut. Gleich wieder Senfkohl dann kaufen. Entweder ich kaufe Senfkohl. Ach, jetzt gieß halt mal gescheit. Oder was ich auch machen könnte, den Senfkohl jetzt einfach gegen irgendwas anderes austauschen, was mir mehr Geld bringt. Wobei ich halt nicht weiß, wie viel ein Senfkohl bringt, aber der wächst halt relativ schnell und der Einkaufspreis war jetzt glaube ich auch nicht so hoch. Also ich denke mal, dass der jetzt nicht unbedingt, die Welt einbringen wird. Aber auf jeden Fall ein bisschen was. So, jetzt erstmal alles hier schön gießen. Es gefällt mir gar nicht, dass ihr das jetzt irgendwie so querbeet hier habt. Das sieht einfach scheiße aus. Ich muss da unbedingt mal irgendwie
schöne, vernünftiges Konzept reinbringen. Indem ich einfach sage, yo, es sind pro Reihe 10 Felder. Was aber nicht möglich ist wegen dem Brunnen hier. Wegen dem Teich. Wobei, ich kann auch einfach eins nach oben gehen. Dann passt es auch wieder. So. Wunderbar. Da, aber schaut, das Gießen, es kostet mich jetzt nicht so viel Energie. Es ist in Ordnung. Und wenn ich das jetzt aber auch, wenn ich dann aber meine Gießkanne noch weiter verbessere, dann, ja. Also ich glaube, Senfkohl habe ich nicht gebraucht, oder? Nein. Nein. Okay, Senfkohl kann komplett verkauft werden. Sehr gut. So, dann schauen wir doch mal zu unseren Viechern. Aber vorher noch Miezi hier, du brauchst noch Wasser. Da. Habe ich doch gern gemacht. So, wie geht's euch denn? Guten Morgen. Wunderbar, Rex. So. Dann mal ganz kurz hier. Sehr schön. Ich glaube, heute will ich mal in die Mine gehen. Wenn ich dazu komme. Ich würde aber gerne mal wieder in die Mine gehen. Ich war jetzt lang nicht mehr. Ich war lang nicht mehr in der Mine. Und dementsprechend würde ich gerne mal wieder. So, wunderbarigst. Und ich muss halt schauen, dass ich mich anfreunde. Mit Marli heißt sie, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Milch kann ich verkaufen, aber die Eier kann ich ihr dann irgendwie schenken. Habe ich wenigstens vor. So. Okay. Dann kann ich dich ablegen. Ich werde dann benötigen die Spitzhacke, mein Schwert, eine Wildflamme hängt, ist ja falsch drinnen. So, habe ich hier denn noch irgendwie Herbstsaat? Ich habe hier noch Weintrauben. Da ist einfach alles drin. Sommersaat. Okay. So, ich habe auf jeden Fall hier mal eine Weintraube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weintrauben brauche ich also noch. Damit das da so passt, wie ich mir das eben vorstelle. Hallo, Herr Bürgermeister. Ich weiß von deiner Affäre. Mitternachtskaffee. Ich weiß nicht, was das ist. Lass mich damit in Ruhe. Ich weiß nicht mehr, wie viele Weintrauben ich kaufen sollte. Ich glaube 8. 7. 8. Das wird schon passen. So, man kann nicht genug Kürbis noch haben.
wenn sie abends in der Kneipe treffen. Das ist so eine Art Freitagstradition. Okay. Macht's das? Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich mitkommen werde. Weil... Warum stellst du dich einfach so auf ein Skateboard und bleibst da drauf stehen? Warum tut man das? Entweder fährst du mit dem Skateboard oder... Warum ist da ein Skelett? Wie ist das Wetter? Ja, Wetter ist super. Hier. Danke. Ja, das scheint sie zu freuen. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da. Es ist ein ganz normales, beliebtes Geschenk. Okay. Oh, sie hat auch bald Geburtstag. Sehr gut. Sehr gut, weil wenn ich ihr dann zum Geburtstag eben was schenke, dann gibt das wieder ordentlich Punkte dazu. Und das ist natürlich sehr gut. Das ist dann natürlich sehr gut, wenn das ordentlich Punkte dazu gibt. So, jetzt erstmal hier die Weintrauben. Und ich hätte nur 7 gebraucht. Okay. So. Halt, da drüben kann ich noch was aussehen, sehe ich gerade. So. Das war das Falsche. Dann will ich mal ein bisschen was mitnehmen. So. Weiß zum Heilen. Und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich habe so viel Heilzeug. Da kann ich mir die Zeit jetzt auch sparen und einfach mal schnell Heilzeug essen. Dann muss ich nicht in die heißen Quellen oder so. Ich habe für mich für die Mine so viel Heilzeug aufgehoben. Also passt das schon irgendwie. Jetzt mal ab in die Mine und dann schauen wir mal, dass wir wieder ein paar Ebenen runterkommen. Vielleicht finden wir auch wieder was Geiles. Wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Oh, was haben wir hier? Sehr schön, ein paar Brombeeren. Haben wir zusätzlich nochmal ein bisschen Heilung. Da in dem Busch ist nichts. Ein bisschen Heilung kann man jetzt immer mal gebrauchen, weil... Ja, wir gehen halt jetzt wieder in die Mine und da kann man immer... Heilung gebrauchen. Was hat es mit diesen Statuen auf sich? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wir sind halt schon auf jeden Fall 70. Das ist schon gut. Ach stimmt, der ist ja hier neue Thematik. Ist jetzt hier Schloss-Thematik mit Skeletten. Mit gefährlichen Skelettkriegern. Na, komm her. Ich mach dem halt echt wenig Schaden, dem Skelett. Die sterben immer so episch. Weil die sind immer noch so ein Leidensschrei von sich loslassen. Wow, die halten viel aus. Die halten viel aus. Schön euch zu sehen, weil ihr gibt's immer so viel Kohle. So, und dich will ich jetzt auch noch schön töten. Großartig. Okay. So. Ebene nach unten. Einmal zack und zack. So, die will ich mal ganz kurz mitnehmen.
So, ist hier auch noch irgendwo ein Gegner oder irgendwas? Weiß er nicht. Sehr gut. Oh, was ist denn da? Da schauen wir, da findet man doch schon wieder was Krasses. Da findet man doch schon wieder was Krasses. Yes, ein Topaz. Sehr geil. Und auch Eisenerz und eine gefrorene Träne. Hervorragend. Was ist denn das hier? Erstmal hier die Fledermaus killen. Oh! Ein Diamant! Hallo! Ja, das nehme ich natürlich gerne. Quarz? Also ein Diamant ist natürlich geil, wenn wir den einfach mal so bekommen. Das ist natürlich geil, wenn wir einfach mal so einen Diamant bekommen. Wird wahrscheinlich auch ultra selten sein oder irgend sowas. Sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall Stein. Deswegen will ich jetzt hier auch so ein paar Steine immer zerklopfen. So, stirb! So, schönen guten Tag. So. Solltest mal was essen, bestehst du nur noch aus Knochen. So, gibt's hier irgendwo... Lieber mal das Schwert wieder ausrüsten. Da sehen wir ihn doch schon. So. Das sind halt so die Skeletttypen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nenne sie einfach... Ich weiß nicht, das sind so kleine Detlefs. Wir könnten sie Detlef nennen. Sie sehen halt einfach aus wie ein Detlef. So. Ich meine, wenn mich einer fragt, wie denn ein Detlef aussieht, dann sage ich, ja, ich meine, genau so. Sie meinen, das ist halt, das ist ein Detlef. So, ich will hier mal... Sehr gut. Oh, da drüben gibt es so viel Eisenerz. Sehr geil. Auch wenn ich ja nicht die Zeit habe, aber... Oh mein Gott, hier gibt es richtig schön viel Eisenerz. Perfekt. So. Dann müssen wir mal ganz kurz einen Snack einlegen. So. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Sollst weggehen. Geh halt weg. So. Endlich. Okay. Zeit haben wir nämlich nicht mehr wirklich viel. Da ist doch schon die Treppe nach unten. So. Ich würde gerne... Gerne noch zwei Ebenen runter, damit ich das dann, damit das dann eben als Ebene für den Fahrstuhl ist. Das wäre super. Da, super. Das sieht doch sehr gut aus. So, wir müssen jetzt nur noch hier. Ja, es ist schon Mitternacht. Wir müssen jetzt nur noch hier die Treppe finden. Oder die Leiter.
Wenn wir die haben, dann haben wir es geschafft. Dann ist für heute die Mine auch schon beendet. Was heißt hier schon? Ich muss halt jetzt halt ganz schnell die Leiter finden. Na komm. Oh Gott, das ist schon eins. Fucking Leiter! Geht doch. Oh. Feuerwandlerstiefel. Kommen wir jetzt in den Vulkan? Oh mein Gott, das sieht so nach Feuerebene aus. Sehr gut. Stiefel plus 2 Verteidigung plus 1 Immunität. Ja, schau dir das doch mal an, die sind 1000-mal besser. Zack. Da haben wir jetzt halt wieder viel geschafft. Ich glaube, das war gut, dass wir noch in die Mine gegangen sind und dann auch noch so lange drin waren. Das war definitiv nicht verkehrt. Da haben wir jetzt auf jeden Fall was mit erreicht. Und vor allem, es sieht für mich dann raus, dass wir zu so einer Feuerebene kommen. Das würde bedeuten, dass wir dort eventuell diesen Feuerkristall oder Feuerquarz oder so, was ich da eben noch brauche. Minenarbeit Stufe 5. Okay, Minenarbeiter plus ein Erz pro Vene. Das ist gut. Geologe, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Ui. Hm. Hm. Minenarbeiter oder Geologe? Will ich mehr Erze oder will ich mehr Edelsteine? Ich glaube, ich will mehr Erze. Mehr Gold. Ich meine, ich schwimme jetzt gerade in Eisenerz. Aber mir geht es halt darum, es gibt doch diesen Iridium-Barren oder wie der heißt, den ich für den ultimativen Spinkler brauche. Ich denke mal, dass das dann auch wieder aus dem Erz hergestellt wird. Wir nehmen Erz. Hat auch viel Geld eingebracht. Hervorragend. So. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns einfach hier an Ort und Stelle wieder. Wir haben viel gemacht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal einfach hier an Ort und Stelle wieder am 6. Tag des Herbstes. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Stardew Valley für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.